Judo-Fans sollten jetzt aufpassen, denn heute haben wir hier im Studio den Ex-Polizisten, Judo-Lehrer und Museumsdirektor eines neuen und einmaligen Judo-Museums und das alles in einer Person. Was er sonst noch alles macht und welche Medaillen und Pokale ihn schmücken, das verrät er uns jetzt selbst. Lothar Nest, einen schönen guten Morgen, Herr Nest. Ja, guten Morgen. Ein Judo-Museum, das ist ja das erste in Deutschland und weltweit, glaube ich auch. Was genau kann man denn in diesem Judo-Museum begutachten? Ja, in dem Judo-Museum kann man die Anfänge des deutschen Judosports nachvollziehen, wie es losging 1926, wo die ersten deutschen Meisterschaften stattgefunden haben, über olympische Kämpfer, Weltmeister, alle deutschen Weltmeister sind dort abgebildet, alle Olympiasieger, Europameister und auch regionale Meister. Und weltweit treffen ständig neue Exponate ein. Über 10.000 verschiedene Artikel sind dort abgebildet, Zeitungsartikel, Urkunden, Medaillen, Pokale, also alles kann man dort sehen. Also wirklich was für absolute Judo-Fans. Ja, ist einmalig in der Welt, haben einige Judo-Reporter rausgefunden. Ich selbst war auch schon weltweit unterwegs und habe noch nie sowas gefunden. Noch nicht mal in Tokio oder in Korea oder sowas gibt es gar nicht. Also noch nicht mal in Asien. Und Sie sind ja auch Judo-Lehrer und haben natürlich auch sogar den 9. Dan. Können Sie vielleicht kurz irgendwie sagen, was der 9. Dan ist? Ja, dazu muss ich sagen, im Judo habe ich den 8. Dan verliehen bekommen vom Deutschen Dan-Kollegium. Hat sogar Klaus Klahn unterschrieben, Dieter Teige, die Judo-Legenden. Und der 9. Dan, den habe ich jetzt aus Australien bekommen, international. Der kam extra angereist, Matthias Komp. Mhm. Und für 5 verschiedene Kampfsportarten habe ich den bekommen. Martial Arts, das ist auch so ein Ehrengürtel, der rote Gürtel, der steht über 3 rot-weißen Gürteln und 5 schwarzen Gürteln. Sie haben ja auch ein paar Gürtel mitgebracht. Hast du vielleicht mal kurz erklären? Was genau, welche Bedeutung hat welcher Gürtel, in welcher Reihenfolge? Ja, zuerst gibt es ja die Fabian-Gürtel, weiß, weiß, gelb, gelb, orange, orange, grün, orange, grün, blau, braun. Dann und fängt es gibt man immer dieses Gestreifte dann, ne? Ja, die Gestreiften sind jetzt neu für Kinder, weil die Kinder immer jünger werden, die Judo machen. Mhm. Hat man sich ausgedacht, dann machen wir auch noch mehr Gürtel. Aber sind nicht so schick, ne? Nee, sind nicht so schick, aber ja, ich habe nur mit dem gelben Gürtel mal angefangen. Gelb, orange, grün, blau, braun. Aber Ihr Gürtel, der sieht ja schon so aus, als hätten Sie da einige Kämpfe mit ja, hinter sich Gürtel gebracht. Und der, der da noch zu sehen ist, damit habe ich meine Wettkämpfe bestritten, weltweit 681 Wettkämpfe in 5 verschiedenen Kampfsportarten. Aha. Und besonders lange war ich in Japan, wo man täglich 3-mal Training hatte. Mhm. Und da habe ich schon diesen ersten Gürtel durch das viele Binden zerschlissen, dann wird er innen wieder grau-weiß und eigentlich ist er ein schwarzer Gürtel. Eigentlich war es mal ein schwarzer, ja, genau. Also der das ist dann so ein Lappen geworden hier. Sehen Sie, hier hängen denn die Strippen, das ist noch mein Name. Aber da sind ja absolut viele Erinnerungen dann ja, auch, ganz viele, hängen ja. da ja dran an dem Gürtel. Ja. Sie kommen nochmal auf den, also Ihre Judo-Trainer-Sache zu sprechen sozusagen. Wen unterrichten Sie denn? In erster Linie bin ich Kinder-Judo-Spezialist. Ich bin Judo-Lehrer des Deutschen Judo-Bundes seit 1970 in Karlsruhe geworden und habe dann 1973 meine erste Sportschule aufgemacht. Mhm. Judo war mein Hauptsport und dann habe ich die anderen Sportarten noch dazugenommen, die man so kennt, Karate, Jiu-Jitsu, Aikido und so. Und habe mein Herz hängt am Kinderjudo. Und das mache ich noch heute. Jeden Tag trainiere ich außer sonntags Kindergruppen. Für wen ist denn Judo als Sportart geeignet? Judo ist für alle Altersgruppen geeignet und zwar besonders für Kleinkinder, um ihr Selbstbewusstsein aufzubessern und Motivation, Beweglichkeit und so weiter. Fair Play lernen sie dort, höfliches Benehmen, was heute schon teilweise bei einigen sehr selten geworden ist. Mhm. Viele grüßen ja gar nicht mehr und sagen manchmal jeden Tag und so. Ja, und dann ist es auch für Wettkämpfer geeignet. Also es gibt 2 Wege im Judo. Einmal der Hobbyweg, das nette, liebe, sanfte Judo und das harte Kampfjudo, wo man keinen mehr rettet, wo Armhebel würgen und so weiter werfen. Mhm. Das ist schon sehr hart. Das aber machen auch die Kinder oder eher die Älteren? Das dann? Machen mehr Kinder, die mehrere Jahre trainieren und wollen Leistungssport machen. Mhm. Sonst machen sie mehr Hobbysport mit vielen Spielen, macht viel Spaß mit den Kleinen, mit Streicheleinheiten. Also für und sowas Kinder alles. Absolut auch zu empfehlen. Ja, ab 4 nehmen wir schon auf, Kinder ab 4 und ist ganz süß alles da. Und wie unterscheidet sich Judo von anderen Kampfsportarten? Judo besteht in erster Linie aus Würfen, Gegenwürfen, dann Armhebel, Würgegriffe und Haltegriffe. Und den Gegner muss man dann zur Aufgabe zwingen. Wenn er also nicht abklopft, wenn ich einen Armhebel ziehe, würde der Arm brechen. Also das wird er schon vermeiden und dann klopft er schnell ab. Mhm. Oder wenn ich Würger ziehe, freier Würger oder mit Hilfe der Jacke, mit den Beinen, dann wird ihm ja schwindelig.
dann wird er schnell abklopfen, sonst wird er ja ohnmächtig. Also das heißt, man braucht keine Angst um sein Kind haben, wenn es gerne Judo machen möchte? Nein, Kinder dürfen nicht würgen und keine Armhebel machen. Das ist zu gefährlich. Und man darf sich auch bei Kindern nicht auf sie raufwerfen, man muss die retten. Wo genau, wenn jetzt Interesse besteht, kann man sich denn bei Ihnen anmelden? Das Judo-Museum ist gleichzeitig auch die Übungshalle Altmariendorf 21 in 12107 Berlin im Bezirk Tempelhof, also der Unterbezirk Mariendorf am Volkspark. Also ganz einfach zu merken. Kostet es Eintritt für das Museum? Nein, Eintritt ist frei und wir haben drei Übungsräume, drei Dojos nennt man das. Mhm. Übungsräume im Judo heißen Dojo. Und mein Leitmotto ist, ein Kampfsportler greift niemals zuerst an, weder geistig noch körperlich, was ja für die Straße jetzt gemeint ist. Mhm. Im Wettkampf muss ich ja zuerst angreifen. Aber diesen Satz geben wir allen mit auf den Weg. Also absolute Regeln herrschen ja, auch vor. Genau. Also es ist total einfach, man guckt sich das Museum an, kann sich gleichzeitig auch mal schauen, ob das was für das Kind ist, das Judo-Training bei Ihnen. Lothar Ness, schön, dass Sie heute da waren und mit mir über den Judosport und Ihr Judo-Museum gesprochen haben. Dankeschön. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Gerne.